Servus, liebe Freunde der Sonne, willkommen zurück zu Teil 2 von Ashes of Avalon, Kapitel 5. Ich habe zwischenzeitlich ein paar Sachen verkauft, um jetzt die Sachen dann von dem Elfen dann zu kaufen zu können. Aber wir reden zuerst einmal mit Sir Wilkins. Sieh an, ein neues Gesicht hier oben. Was führt euch hierher? Was nehmen wir? Meine Neugier, wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Ich bin Rucksack-Sepp. Ich bin Sir Wilkins. Ich stehe unter dem Befehl des General Marius und bin sein engster Vertrauter. Deshalb habe ich mein Quartier auch hier oben. Dann habt ihr bestimmt schon viele Aufträge für ihn erledigt. Das will ich meinen. Einmal bin ich sogar nur knapp dem Tod entkommen. Ich sollte einen Vorstoßtrupp der Hul beseitigen, hatte aber nur eine weitere Person zur Verfügung. Wer war diese Person? Der Name des Ritters lautet Sir Adam. Auch er konnte entkommen. Na, wir erinnern uns, Sir Adam, seit Kapitel 3 und 4, dort hat er uns begleitet. Ich kenne Sir Adam, er begleitete mich eine Zeit lang auf meinen Aufträgen in letzter Zeit. Als ich ihn traf, machte er sich unheimliche Vorwürfe, dass er schuld sei an einem misslungenen Auftrag. Er glaubt auch, dass er deswegen keine weiteren Aufträge mehr erhalten hat. Tut er das? Ich gebe ihm nicht die Schuld dran. Es war ein unglücklicher Zufall und dass es daran liegt, dass er keine wichtigen Aufträge mehr erhalten hat, bildet er sich nur ein. Dann solltet ihr ihm das persönlich sagen. Das würde ich ihm bestimmt helfen. Er ist schließlich ein guter Kämpfer und sollte sich nicht durch solch Blödsinn ablenken lassen. Ich danke euch, dass ihr mich in Kenntnis gesetzt habt, Rucksack-Sepp. Auch hier, ein Idiotenkomma ist da drin. Ich werde ihn bei Zeiten aufsuchen. Sehr gut, eine letzte Frage noch. Was ist bei diesem Auftrag passiert? Wie schon gesagt, es gab eine kleine Gruppe Erhul, die sich vor Jahren dem Wald der Steppe näherten. Es gab eine kleine Gruppe Dorfbewohner, die wir schützen sollten. Wenn ihr im Wald dort gewesen seid, dann müsst ihr gesehen haben, wie es dort nun aussieht. Es war nachts und mein Gefährte folgte einem Erhul-Kundschafter, der uns im Wald gesichtet hatte. Es stellte sich heraus, dass dies eine Falle war, damit wir die anderen Krieger, mich und das Dorf überfallen konnten. Der Kundschafter wurde schnellstmöglich von meinem Kumpan niedergestreckt, kam aber zu spät zurück, sodass die Erhul schon ziemlich zahlreich in diesem kleinen Dorf ihr Unwesen trieben. Ich wurde an mehreren Stellen verwundet, konnte aber einige Erhul niederstrecken. Wir konnten gerade noch so durchs Dickicht mit den restlichen Überlebenden des Dorfes flüchten. Also wir erinnern uns da im Wald, bei den Elfen gibt es auch ein kleineres Dorf noch im Wald. Was zerstört es? Nun, ihr habt euer Bestes getan und konntet doch einige retten, Sir Wilkins. Ich danke euch für eure Zeit. Mögen die guten Geister mit euch sein. Ja, wir haben, glaube ich, ein paar Trainingspunkte gekriegt für diese Aktion. Bei Sir Adams misslungenem Auftrag war wohl auch Sir Wilkins mit dabei. Ich berichtete ihm, dass Sir Adams Gedanken dazu sind, und er war sichtlich überrascht darüber. Sir Wilkins möchte Sir Adam nun aufsuchen und ihm sagen, dass er überhaupt nicht schuld daran ist. Die Ruinen im Wald beim ehemaligen Außenposten waren vor über 5 Jahren noch von Menschen bewohnt. Sir Wilkins sollte mit seinen Gefährten einen Trupp der Erhul, der gesichtet wurde, aufhalten, da dieser das Dorf angreifen wollte. Die Erhul stellten eine Falle, um die zwei zu trennen, womit die Krieger der Erhul das Dorf leicht überfallen konnten. Jedoch konnten Sir Wilkins und seine Gefährte ein paar Dorfbewohner retten, das Dorf war jedoch verloren. So, kaufen wir uns jetzt mal die zwei Sachen da. Und zwar Kettenhemd der Verzweiflung. Das Graue, das will ich nicht. Ich will eigentlich das Silberne. Hitze, Kälte. Ah, ich verstehe. Ich habe damals noch ein silbernes Kettenhemd gefunden, was aber mittlerweile nicht mehr existieren sollte, weil es ein bisschen zu stark war. Und dementsprechend werde ich das auch jetzt austauschen. Weil sonst wäre sehr unfair. Kettenhose der Verzweiflung, die will ich noch, zack. Und ansonsten Kettenhemd. Sonst ist alles eigentlich gut. Ja, haben wir alles. Sehr schön. So, hier haben wir noch einen Gilbert. Unsere Statistik, glaube ich, schaut jetzt auch gut aus. Einigermaßen zumindest. Standardmäßig für Hitze, Kälte und Elektrik.
Für Marquis sowieso, das ist sehr gut. Damit werden wir nicht mehr so leicht gelähmt. Halt, hier bleiben. Nanu, euch habe ich ja noch nie gesehen. Muss wohl in den jüngst vergangenen Geschehnissen liegen. Ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt. Das zweite Obergeschoss der Außenburg ist nun für Leute wie mich zugänglich und schon muss man sich dort umsehen. Ha, genau. Nun, hier wohne ich. Gilbert, mein Name. Das wollt ihr doch bestimmt fragen. Wer seid ihr? Ich bin Rucksack-Sepp. Erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Ich habe schon von euch gehört. Was kann ich für euch tun? Ich würde gerne wissen, was die Generäle hier oben machen, nachdem das Numarle-Volk auch Zutritt hier hat. Das ist nun das gleiche wie vorher, jedoch hinter verschlossenen Türen im Zentrum des Geschosses. Wenn sie nicht gerade nichts zu besprechen haben. Was man vorher auch schon hätte machen können. Ha, rechtloses Mundwerk. Aber ihr könnt es euch ja erlauben, Rucksack-Sepp. Nun, in gewissem Sinne habt ihr natürlich recht, aber es ist angenehmer, wenn man nicht zuerst immer alle Türen verriegeln muss. Das stimmt auch wieder, Gilbert. Ich will nun nicht länger stören. Auf Wiedersehen. Theoleben, hast du noch was zu sagen? Nein, gut. Ich erfuhr heute von Gilbert, dass die Generäle nun hinter verschlossenen Türen im Zentrum des zweiten Obergeschosses der Außenburg ihre Lagebesprechung durchführen. Da nun die Treppe nach oben nicht mehr bewacht wird. Ich denke, sie haben Angst davor, dass die falschen Ohren ihre Pläne mithören könnten, wobei sie dabei durchaus recht haben könnten. In der Tat. So, hier geht's natürlich wieder runter. Wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Jedoch möchte ich noch einmal mit hier sprechen. Weil der hat vorher was zu tun gehabt. Hat er immer noch? So. Wunderbar. Wir könnten jetzt... Was machen wir? Ach, wir gehen jetzt mal zu den anderen Elfen. Die müssten im zweiten Obergeschoss... Dritten Obergeschoss? Nee, zweites Obergeschoss sein. Nämlich hier, weil da ist jetzt auch nicht mehr bewacht. Wenn ich mich richtig gesehen habe, ist hier aber... Falsch. Hier, eigentlich müsste das Erdgeschoss heißen. Erstes Obergeschoss, zweites Obergeschoss. Genauso wie hier. Naja, egal. So. Merle. Ich glaube, euch zu kennen, Rucksack-Sepp. Ja, das bin ich. Was kann ich für euch tun? Oh nein, ich benötige nichts, aber ich erinnerte mich, dass ihr einst im Wald unterwegs wart, um den Ritualplatz irgendwie zu versiegeln. Ihr hattet uns einen Besuch abgestattet. Natürlich, ich war etwas in Eile, weshalb ich mich nur kurz dem Außenposten aufhielt. Das verstehe ich. Nun ja, der Außenposten, beziehungsweise das, was noch davon übrig geblieben ist, gehört nun den Nahul. Sie haben ihn mit Hilfe der Diener des Nekromanten eingenommen. Wir kämpften heldenhaft, aber die Schamen trieben uns aus unserem Versteck mit ihrem Feuer. Ich möchte eigentlich gar nicht wissen, wie der ehemalige Außenposten jetzt aussieht. Ich fürchte, es steht nicht mit ihm zum Besten. Ich werde euch mit eurer Trauer allein lassen. Gehabt euch wohl. Jetzt komme ich da nicht durch. Ja, da steht er wieder perfekt da drin. So, dort haben wir den Elfenhäuptling Ephal. Die Elfen trauern um den Wald, die durch den Angriff vor allem durch die Feuer der Schamen übel zugerichtet wurde. Vom Außenposten wird wohl nicht viel übrig geblieben sein. Hallo Rucksack-Sepp, ich bin erfreut, euch wiederzusehen, auch wenn die Umstände besser sein könnten. Das ist leider wahr, Ephal. Es tut mir leid um euer Zuhause. Das weiß ich zu schätzen, ebenso, dass ihr Avalonia uns ein Quartier eingerichtet habt. Zumal viele Bauern nach Avalon flüchten mussten und der Platz hier etwas eng ist. Nun, erstens haben beide etwas davon und zweitens haben wir leider schon einige Soldaten verloren, weshalb wir nüchtern betrachtet wieder etwas mehr Platz hier haben. Auch wenn zweiteres nicht schön ist, so habt ihr natürlich recht, Rucksack-Sepp. Kann ich euch sonst noch etwas für euch tun? Ich wollte fragen, wie viele sich von euch retten konnten. Ich habe mein Volk gezählt. Sobald wir sicher in Avalon waren, von uns 46 Elfen sind noch 18 übrig. Es haben viele ihr Leben verloren. Es schmerzt mich selbst, das zu hören, Ephal. Mögen euch in diesen dunklen Zeiten die guten Geister schützen. Auf Wiedersehen. Was gibt's? Ich hätte gerne gewusst, warum man eigentlich nie jemanden in den Gilden antrifft. Da ihr eng mit der Magiergilde zusammenarbeitet, dachte ich, ihr könnt mich darüber aufklären. Stimmt, wir erinnern uns, wir waren schon in einigen Gilden, aber es war nie irgendjemand zu Hause. Gut erkannt. Nun, die Erklärung ist eigentlich einfach. Zu diesen gefährlichen Zeiten geht niemand gerne freiwillig raus ins Dorf. Oder besser gesagt, entweder man ist in der Burg oder möglichst weit weg. Natürlich, eine simple Erklärung ist oftmals auch die wahrscheinlichste. Habt Dank und auf Wiedersehen. Ja, klingt eigentlich logisch. Ich grüße euch, Ephal. Ich komme vorbei, um nach dem Amulett der Magie zu suchen. Fragen. Da ihr mit der Magiergilde in Kontakt steht, dachte ich mir, dass ihr etwas darüber wisst.
Ich denke, dass ich davon schon einmal gehört habe, jedoch weiß ich nicht, wo ihr es finden könntet. Da müsste ich erst unseren Ältesten, dem Götter sei Dank, dass er den Angriff der Ahul überlebt hat, um Rat fragen. Gut. Dann müssen wir da wahrscheinlich warten. So. Ich habe heute mit dem Häuptling Elphal gefragt, warum ich nie ein Gild... Ah ja, das hatten wir schon. Gut. So, da ist nichts drin, da ist auch nichts, da ist auch nichts. Und hier ist noch jemand. Und da hinten ist wieder ein Tor, wo es wahrscheinlich auch auf die Mauern geht. Wie man aus Siege of Avalon weiß. So. Ich grüße euch, Rucksack-Sepp. Hallo, wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Mein Name ist Lofi. Ich habe euch gleich wiedererkannt, als ihr hier reinkamt. Ihr habt eine beachtliche Leistung erbracht im Wald damals. Ich danke für die Anerkennung und möchte gleichzeitig mein Beileid aussprechen, um die Eurigen, die beim Angriff der Ahul gestorben sind. Ich weiß euer Mitgefühl zu schätzen, mein Freund. Außerdem weiß ich auch, was alles in Nissus passiert ist. Es muss unangenehm sein, gegen jemanden aus der Familie zu kämpfen. Ja, Kapitel 4. Es war nicht ganz einfach, aber in dem Fall war dieser Mensch oder das, was davon noch übrig war, eigentlich nur noch eine leere Hülle. Woher wisst ihr von Nissus? Nun, ich selbst bin überaus begabt im Kundschafterwesen. Ich stehe mit einem anderen Kundschafter, den man unter dem Namen Fergus kennt, in Kontakt. Dieser wohnt in Nissus und berichtete mir neulich von euren Taten. Ich glaube, von dem haben wir auch ein bisschen Ausbildung gekriegt. Dann könntet ihr mir ein paar Tricks als Kundschafter beibringen. Nun, meine Fertigkeiten entsprechen ungefähr denen von Vergus. Insofern ihr schon alles von ihm gelernt habt, werde ich euch kaum noch etwas beibringen können. Ja, dann haben wir alles. Gut, das heißt, die einzige Sache, die wir jetzt machen können, ist eigentlich ins Fegefeuer zu gehen. Theoretisch könnten wir auch die Nebenaufgabe machen, aber die ist auch in der Höhle des Schreckens. Halt! Nein! Moment! Wir können uns ja noch Ausbildung holen von den beiden Magiern. Was wir in der letzten Folge erfahren haben. Einmal bei Perrin. Ich würde gerne ein paar mehr Zaubertricks lernen. Seite 2. Wir haben Verwirrung und Giftaura. Könnten wir uns holen. Einfach so oder zur Vollständigkeit. Dieser Spruch hält den Feind für kurze Zeit fest und fügt mentalen Schaden zu. Klingt gut. Giftaura, diese Aura frisst sich in den Gegner hinein, fügt Giftschaden zu und verringert für kurze Zeit die Stärke und Konstitution. Aha, es sind zwei neue Zauber, die in Ashes of Avalon dazugekommen sind. Einmal hier Verwirrung und einmal Gift. Da. Und da fällt mir ein, man kann ja mittlerweile noch mehr Zauber zuweisen, das heißt, ich kann so tun. Die ganzen Schutzzauber kann ich dann hier drauflegen. Magie 3, 4, 5, 6, 7. Gift brauche ich eigentlich nicht unbedingt. 7, genau. So. Dann könnte ich Lähme noch auf 8 setzen. 8. Heilen ist bei 0, das passt. 9 ist Ablenken. Mache ich die auf 8. Lähmen auf 9. Heilen auf 0. Das passt alles. Und ansonsten könnte ich hier noch den auf F3 legen. Weil die funktionieren jetzt auch wieder, die Tasten. Sogar von F3 aus. Was könnten wir noch machen? Spiegelbild könnten wir noch auf F12 setzen. Und so viel haben wir eigentlich gar nicht. Das passt eigentlich. Weil mehr Zauber werden wir eh nicht verwenden. Wir sind kein Magier. So. Bei Rockmore müsste es noch was geben. Theoretisch muss ich schauen. Oder es könnte sein, dass bei Rockmore auch nur Ausbildungen gibt, die man nur als Magier haben kann. Muss ich schauen. Ah ja, genau. Was wisst ihr über die Höhle des Schreckens? Ah, dann habt ihr bereits mit Gabriel gesprochen und seid auf der Suche nach dem Amulett der Luft. Diese Höhle war im Grunde nichts anderes wie eine normale Höhle. Man nennt sie nur so, mittlerweile so, weil das besagte Amulett dort eine gewisse Macht ausübt. Es ist seither dort etwas windig und das führt aufgrund der Geometrie der Wände zu unheimlichen Geräuschen, was wiederum unschädliche Monster angezogen hat. Also werde ich es dort eigentlich nur mit Golems und dergleichen zu tun bekommen. Richtig, nichts anderes.
Lasst euch also nicht von den Geräuschen verunsichern. Gut. Weitere Zaubersprüche. Ach, den Vergessenspruch können wir noch und den großen Wolf. Ja, warum nicht? Oh, Klingenspruch gibt's auch noch. Und jetzt habe ich wirklich keine Ausbildung mehr. Keine Trainingspunkte mehr. Und wir sehen, auch Neuerung, die, wenn man genau hinschaut, dann sind die jeweiligen Zauber mit einem Zeichen versehen, je nachdem, wo man sie draufgelegt hat. Zum Beispiel, wenn ich jetzt 9 drücke, kommt der Lähm-Zauber. Wir sehen, beim Lähm ist eine 9 vorhanden. Alles gut. So, jetzt wird es Zeit, dass wir mal wieder Trainingspunkte kriegen, weil wir haben auch keine mehr. Oh. Soweit ich weiß, wir haben sogar zu wenig Mana. Ne, wir haben sogar genug. Aber gerade so, dass wir den Aura des Stahls machen können. Was jetzt gerade dumm war, weil jetzt habe ich keine Mana mehr. Habe ich mir wieder fein gemacht. So, wir speichern. Ich bin bereit für die Reinigung meiner Seele. Sehr schön. Um eine Brücke zum Fegefeuer zu schlagen, habe ich bereits alles Nötige zusammengetragen und kenne den Zauberspruch dazu. Er mischt alle Zutaten zusammen und murmelt eine Formel, wodurch sich ein Portal öffnet. Ihr werdet euch eure Vergangenheit und somit eure größten Fehler stellen müssen. Gebt Acht, da ihr das Fegefeuer lebend, also mit Körper, betreten werdet und nicht einfach nur mit eurer Seele, könnt ihr dort auch sterben. Ferner könnt ihr dort keinerlei Hilfe durch Gefährten und Ähnlichem erwarten. Diese Zaubersprüche funktionieren im Fegefeuer nicht. Nun viel Glück, Rucksack-Sepp. Ach, ich glaube, jetzt ist der Spiegelbild und die Beschwörerzauber sind nicht vorhanden. So, wir werden hier mal speichern. Fegefeuer. So. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Adios.